Hey und willkommen zu diesem Vergleichvideo. Also ich nenne es jetzt einfach mal Vergleichvideo. Ich vergleiche das Super Nintendo Secret of Mana gegen das PC Secret of Mana oder PS4. Auf jeden Fall das Remake. Ich fange an mit der Grafik. Für mich als Secret of Mana Fan war es natürlich richtig geil, ein Remake zu bekommen. Leider fand ich die Grafik jetzt nicht so bombastisch. Ich hätte mir mehr erhofft. Also diese 3D-Style, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist nicht so meins. Hat trotzdem mega Spaß gemacht, aber dazu kommen wir noch. Deswegen ist für mich dieses alte Super Nintendo Grafik 2D-RPG-Style einfach besser. Es hat einfach mehr Charme. Kommen wir zum Spielgefühl. Spielgefühl war eigentlich gut. Also beim alten habe ich irgendwie mehr Spaß gehabt zu spielen. Beim neuen war es mir vielleicht zu einfach. Dadurch, dass man größere Figuren hat und größere Monster, hat man eine bessere Hitbox. Okay, viele Gegner habe ich trotzdem nicht getroffen, aber man konnte es viel besser einschätzen wie beim alten, habe ich das Gefühl gehabt. Auch weil die deine Mitstreiter klüger sind, viel klüger. Deswegen das Spielgefühl war richtig gut. Wo ich auch noch sagen muss, es gab Stellen, die hat das Remake echt gut gemacht. Zum Beispiel, wenn ein Charakter hängen geblieben ist, dann ja, hast du trotzdem weitergehen können. Und irgendwann kam er nach, wenn du in einen neuen Raum gehst. Wo wir dann zum zweiten Punkt kommen, was das Remake richtig schlecht gemacht hat. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Mana-Festung am Ende. Du kannst bei dem alten, wo ich jetzt im Hintergrund ein bisschen durchlaufen lasse, kannst du, also dass ich es zeige, was ich meine, kannst du durchlaufen durch die Tür und es kommt kein neuer Ladebildschirm. Beim Remake kommt nach jeder verdammten Tür einfach ein verdammte Ladebildschirm. Das hat mich so gestört. Es ist wirklich traurig, dass sie das gemacht haben. Das hat irgendwie viel Freiheit genommen, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe mich irgendwie eingeengt gefühlt, weil du jedes Mal, wenn du einen Raum verlässt, also ja, Raum durchgehst, weißt du, es sind immer wieder neue Gegner da. Das hat mich irgendwie gestört. Klar vereinfacht das auch wieder andere Sachen, denn um alle Waffen zu bekommen, muss man bestimmte Gegner besiegen. Und dadurch, dass du immer durch den Raum wieder gehen kannst und zurück, ist es viel leichter, wieder die Kisten zu bekommen. Also den Gegner immer besiegen und die Kisten. Zum Beispiel der Wolf in der Mana-Festung gibt den Clown-Orb. Das werde ich auf jeden Fall, dazu werde ich auch noch kommen. Ich werde jeden Orb zeigen, wo er der letzte Orb bekommt. Ich werde so lange kämpfen und es aufnehmen, dass man sieht, ja, der gibt den Orb. Das möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, weil, ja, wer mein Let's Play gesehen hat, weiß, ich habe den Clown Orb, also Handschuh Orb, wie man es jetzt nennt, hatte ich nur Stufe 6 oder 5 oder 6. Den habe ich aber jetzt geholt, indem ich die ganze Zeit gegen den gekämpft habe. Das habe ich auch aufgenommen. Das werden die auf jeden Fall sehen. Dann kommen wir zu den Geistern. Früher, ich weiß nicht, ob das ein Glitch war oder nicht, man konnte viel schneller zaubern, dass der Gegner sich gar nicht mehr bewegen kann. Ich weiß nicht, man hat irgendwie das rausgenommen. Ich weiß nicht, ob man das gut oder schlecht finden soll. Ich war sehr oft genervt, indem ich zaubern wollte. Klar, man hat auch die Schnelltasten. Das habe ich aber ganz seit beim Let's Play nicht bemerkt, dass man das einstellen kann. Aber ich war genervt, immer ins Menü zu gehen und versuchen. Und dann steht da, oh, du kannst nicht zaubern. Ich war wirklich genervt. Ja. Kommen wir zur Übersetzung. Dadurch, dass das Neue jetzt Stimmen hat, was mich das Spiel viel näher bringen lassen hat. Also ich habe mit den Charakteren mitgefühlt. Das ist auf jeden Fall besser wie beim alten. Und ich mag japanische Stimmen so sehr. Also die englischen, ich weiß nicht, mit denen kann ich nichts anfangen. Ich hab's nicht so mit Englisch. Ich mag's mehr, japanische Stimmen, die bringen einfach mehr Emotionen rüber. Hab ich. Also für mich ist das einfach so. Und dadurch, durch das Neue, also durchs Remake, habe ich die Elfin, im alten Koboldin, echt lieben gelernt.
Die ist so toll. Dieser Charakter ist einfach mein Lieblingscharakter im Neuen. Im Alten war es der Junge, im Neuen ist die Elfin. Übersetzung war im Alten richtig witzig, weil sie auch Dialekte reingemacht haben. Das ist einfach besser. Aber, also besser. Man kann da kein, also das ist auf jeden Fall Gleichstand. Weil in dem einen sind Stimmen, was richtig Emotionen mitbringt. Und im Alten sind halt dafür diese Dialekte. Deswegen ist das ein Unentschieden. Wo wir, eigentlich wollte ich jetzt zum Charakter, zu der Charaktere kommen, wie ich schon gesagt habe. Elfin Koboldin ist mein Lieblingscharakter im Remake. Im Alten ist es einfach der Junge. Und ja, macht einfach die japanische Stimme. Wo wir jetzt auch zu den Extras schon kommen. Was beim Alten nicht gab. Wenn man schlafen geht, kommen so Extra-Szenen, was man erlebt hat. Es ist einfach, sie bringen die Geschichte und die Charakter einfach viel näher. Dass du mit ihnen mitfühlst und alles. Das haben sie so toll gemacht. Auch diese Kostüme. Ich finde solche Extras richtig cool, wenn man extra Kostüme hat. Also, ja. Richtig geil. Was dann noch bei den Extras schlecht ist, man kann das Spiel viel leichter machen. Indem man in Optionen geht und die Itemsstufe erhöht. Also statt 4 Items kann man plötzlich 12 tragen. Das fand ich nicht gut. Damit erleichtert man das Spiel sehr. Man ist sowieso, wenn man ein bisschen trainiert und die Geister trainiert, ist man sowieso OP. Das ist bei beiden Spielen so. Nur, dass man beim Neuen auch mit den Waffen sehr gut kämpfen kann. Ich habe beim Alten auch mal einen Run gemacht, wo ich nur Waffen benutze. Kein Zauber. Nur Waffen. Das hat echt ein bisschen gedauert, weil die Hitbox echt manchmal schwer ist. Aber es macht Spaß. Weil es dann viel schwerer ist. Dadurch, dass beim Remake die Option bestand, das zu erhöhen, ist es viel einfacher. Das hätten sie nicht machen müssen, aber heutzutage braucht man das wohl. Kommen wir zum Fazit. Grafik, ganz klar das Alte. Spielgefühl, auch das Alte. Auf jeden Fall. Ich fand das Alte im Spielgefühl viel besser. Ich fand das Neue zu einfach. Das einzige Positive beim Neuen ist einfach, dass die, wenn sie hängen bleiben, dass du weitergehen kannst. Übersetzung würde ich eher zum Neuen tendieren, weil die Charakter viel näher gebracht wurden. Fazit würde ich sagen, das Alte ist eigentlich schon besser. Wenn man da jetzt eine Fusion draus machen könnte, perfekt. Diese alte 2D-Grafik mit den japanischen Stimmen, ja. Also man muss sagen, die Übersetzung ist einfach originalgetreu. Wenn man das früher schon in Deutschland gemacht hat. Wenn man ein bisschen witziger sein will, muss man einfach das Alte spielen. Und wenn man die Charakter näher bringen will, muss man das Neue spielen. Ich würde eine Fusion perfekt finden, weil man kann sich mit der Übersetzung vom Original gut zurechtfinden. Und schlecht ist sie natürlich nicht. Nur halt witziger war die Alte. Trotzdem würde ich sagen, das Alte ist besser. Wenn man beides gespielt hat, ist das Alte sowieso besser, weil man kann jetzt mit den Charakteren besser fühlen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, würde mich super interessieren. Und es kommen noch ein paar Secret of Mana Videos, könnt ihr mir glauben, weil ich habe noch ein paar Dinge vor. Zum Beispiel Zauber. Ich möchte alle Zauber hochleveln und euch zeigen, wie die Extras aussehen von der Elfin. Bei mir Yui. Und ich will euch zeigen, wo man überall Waffen herbekommt. Die Orbs. Also, das Schwertorb gibt es ja keinen 9. Aber die anderen kann man alle auf 9 erhöhen. Und das möchte ich euch zeigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.